Okay, also das ist zu niedrig. Das ist alles genauso niedrig. Also ich meine, um an Titan zu kommen. Wir haben aber nichts mehr, was höher ist, außer den großen Raum hier und den Raum dahinter. Ich glaube, ich werde als nächstes die beiden graben müssen. Weil alles andere ist da unten. Da unten komme ich an Drachenblut ran, das stimmt allerdings. Und bzzz. Ja, bzzz nervt. Weil hier ist nirgends Titan. Ich kann nur mal hier... Nein, nicht da. Da ausgraben. Hier in der oberen Erdschicht werde ich kein Titan finden. Am ehesten hier in der braunen Gestein... in der Sandsteinschicht. Also ich tippe mal, dass es Sandstein ist. So, noch ein Punkt, dann hat der sein Level ab. Dann habe ich genug für die Soldatenkultur. Dann kann ich seine Level-Ups beschleunigen. Verkaufe ich mal Stein ein bisschen. Und kauf noch mal Titan. Eigentlich sollte ich mir das ganze Gold hier holen. So. Vielleicht habe ich ja Glück und stoße durch das Gold auf Titan. Hier wäre zum Beispiel noch ein Marmorklumpen. Hier wäre noch mehr Gold. So, ich brauche eine Leiter. Und weg von diesem Brummen, das nervt. So, hier noch eine Leiter. Weil hier ist auch noch jede Menge Gold drunter. Einfach mal so in der Hoffnung, dass ich vielleicht so auf Titan stoße. Ah, du bist schon Level 8. Das ist sehr gut. Eisen haben wir genug, um dich zu einem Scharfschützen zu machen. Wobei ich dich ja auch wieder zu einem Granatwerfer machen könnte, theoretisch. Oder ich lasse dich einfach bis Level 15 trainieren, weil hier unten wäre auch noch Mauerwerk. Dann könnte ich aus dir einen Schützen machen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, die Idee. Weil wenn du besser trainieren kannst nachher gleich, können wir dich auch bis Level 15 so hoch trainieren als Speerwerfer. Und dich dann mit 50 Obsidian und 50 Mauerwerk upgraden. Von hier aus können wir in die unteren Räume hier vorstoßen noch. Oh. Hä? Habe ich euch hier keine Leiter gegeben? George! So, jetzt habt ihr hier eine Leiter. Seid ihr etwa hier oben schon fast fertig mit Ausgraben? Ja, seid ihr. Du bist schon mal Level 9, das ist sehr gut.
Und ich denke mal, nachher kann ich einfach, oder ich mache einfach den Raum gleich schon mal zu so einem Ausbildungs-, über Imba Ausbildungsraum. Mit dem ganzen Eisen, das ich habe, kann ich mir das leisten. Und dem ganzen Gold. So. Dann können nämlich alle trainieren. Na komm, noch mehr. Du müsstest da dann nachher weg, oder ich stelle das einfach hier auf, so. Der baut die nämlich ganz schön auf. Und sobald der Level 10 ist, hebe ich die Armeesammler-Restriktion auf, dass alle trainieren können. Kommt, gibt mir Soldatenkultur. Da wird der letzte Goldbrocken ausgegraben. Wie sieht's da unten aus? Da ist noch ein einzelner und dann ist das ganze Gold hier aufgebraucht. Oh. Marmor, yay. Und ich kann, glaube ich, nur... Nee, ich könnte 20 Marmor verkaufen. Ihr beide macht euch eigentlich da viel hübscher. So wie ihr beide euch in den Ecken viel hübscher macht, so. Am besten mit dem Eisen, das wir noch haben. Verzierungen, die sind hier. Bauen wir einfach noch zwei von denen. Obwohl, nee. Einen Krug hier. Und ein exotisches Horn. Hier. Das sieht dann königlich aus. Und ja, ich habe wirklich Spaß an diesem... Ja, wie soll man es nennen? Ich würde es fast schon Sims-Modus nennen. Also hier alles zu designen und so. Und auch Löcher zu stopfen. So wie die hier. So. Oh, und ich merke gerade, wir haben den Punkt für die Soldatenkultur. Da haben wir wenigstens die Nebenquest ehrlich abgeschlossen. Auch wenn es einen Bug etwas leichter gemacht hat. So, wie viel... Jetzt kriegst du das Doppelte an Erfahrungspunkten. Na, das lasse ich mir mal gefallen. So, das heißt, ich kann alle jetzt trainieren lassen. Das war nicht so ganz durchdacht von mir. Gut, dann müssen wir das jetzt berichtigen. So, und jetzt kannst du hier den Block setzen. Gut.
Dann mache ich auch den gleich noch weg und guck mal, ob hier unten noch was ist. Nein, nur noch die beiden Löcher. Sehr gut. Als nächstes könnte ich auf Gelehrtenspezialisierung umswitchen. Auch wenn ich dafür nicht genug Turmalin habe. Und Turmalin ist nicht so günstig. Na gut, suchen wir dann nachher auf der unteren... Ach, da bist du. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo er sich versteckt hat. Aber nein, er ist noch immer da unten. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich noch einen guten Tisch habe. Ich könnte einen super Tisch bauen. Wie viel kostet Marmor? Viel zu viel. Nee, da gebe ich mich doch lieber mit den Tischen zufrieden erstmal. Ich hätte auch die Marmorsäulen hier verkaufen können. Wie viel kostet denn so eine Marmorsäule? 5 Marmor, also bringt das nicht viel. Schade. War das eine Holzsäule? Ja, ganz am Anfang stehen Holz. Holzsäulen. Okay. So. Jetzt haben alle Gelehrten gute Tische und sind jetzt doppelt so effektiv eigentlich. Du hast schon mal Level 12, gut. Und ja, die leveln wirklich hoch wie nichts Gutes. So, machen wir schon mal den Weg darüber. Klar. Hast du hier oben schon alles eingerissen? Nö, da steht noch eine Trainingsfigur. So. Die haben gleich alle Level 15, dann hast du noch. Musst du auch noch Level 15 erreichen. Aber ich denke mal, ich kann euch. Alle vier schon mal schnappen. Und hier unten auf den Ork loslassen.